Der Drop-In ist das Reinfahren von oben in eine Quarterpipe oder Rampe. Dafür positionierst du das Tail an der Kante des Copings einer zu Beginn möglichst kleinen Rampe und stellst dich mit deinem Hinterbein drauf. Während dein Hinterbein durchgestreckt ist, ist dein Vorderes angewinkelt. Dein Vorderfuß, auf dem noch kein Gewicht lastet, befindet sich auf den vorderen Schrauben. Beim Reindroppen ist es nun besonders wichtig, wirklich das ganze Körpergewicht fließend nach vorne und vom einem auf zwei Beine zu verlagern. Den Schwerpunkt behältst du dabei stets vorn. Dies kann am Anfang einiges an Überwindung kosten, aber nur so stellst du sicher, nicht nach hinten zu fallen. Einmal geschafft, solltest du diese Bewegung gleich mehrmals wiederholen, um schnell die Angst davor zu verlieren.